Moin, wir sind jetzt hier in Eckernförde, Aufbau für Green Market. Und ich überlege gerade, wie ich diesen Ofen da reinzirkeln soll. Vater hat den einen Ofen hier schon hingefahren. Ich will jetzt den zweiten schon mal abkuppeln. Dann ist Feierabend. Morgen früh bauen wir auf. Und ja, ich bin gespannt. Ja, wie wollen wir es machen? Also ein Auto und ein Anhänger mitnehmen. Genau, den kleinen können wir ja schon mitnehmen, der ist schon gepackt. Reicht ein Auto oder nehmen wir lieber zwei? Weil wir haben ja zwei Sticken. Wir nehmen zwei Autos. Ja. Und genug Kram. Ja. Gut, ich fahr zu dir. Ja. Komm, ab geht's. Geil, Alter, 10. Und das ist ja aber auch tatsächlich nicht so viel heute. Ne? Das Zelt hat jetzt irgendwie Kai Bartels Festzelt-Service da aufgebaut, oder? Naja, jetzt noch schnell in der Bäckerei die Reste einladen und dann geht's ab nach Eckernförde. Aufbau machen heute. Ich bin heiß. Und dann da die lange Front runter und dann wiederum da hinten, genau, so, ne, dass wir Produktion draußen haben und auch hier was draußen haben, Kuchen und Kaffee, wo das dann direkt rausgeht. Dann haben wir auch eine lange Front, ja, wo wir... Ist genau, okay. Okay. Alter, ist das geil. Guck mal, willst du mit reinkommen? Ja. Willst du nicht mehr aufmachen? Ach so. Ja, das mache ich gleich. So ein Zelt haben wir noch nie, ne? So ein Zelt haben wir noch nie, ne? Nein. Guck mal, Eröffnung ist hier um 10. Halb 8 los. Dann sind wir 8:30 hier. Ja, ja, langt. 1,5 Stunden lang, Dicke. Ich meine, die Öfen müssen hochheizen ein bisschen. Ich habe auch gedacht, wenn wir um Viertel vor 9 hier sind, langt das. Wir haben die Autos, wir wollen die Autos ja auch alle hier am Stand haben, ne? Super. Viertel vor 9 hier, irgendwie so, und dann hier. Müssen wir nur noch mal beschnacken. Welche? Dann haben wir ja so viele Leute mit, dass das richtig Manpower ist, dass das ratzfatz geht. Das letzte Auto wegfahren. Samstagnachmittag, 16 Uhr. Jetzt haben wir den Markt in Eckernförde aufgebaut. Und morgen früh geht's dann wieder los. Wir freuen uns schon. Sein Brot, frische Brote hier, produzieren tun die da. Hier dann bauen wir wieder unser ganzes Brotdings auf, wie wir das kennen, bis hier. Und dann geht's ab mit Snacks und Kaffee. Natalia, wenn wir alles raus haben, kannst du eigentlich die erste Kanne Kaffee aufsetzen. Ne? Das ist gut. Das ist die größte Markt, was wir je gemacht haben. Ich bin so gespannt. Ich sehe das Zelt hier schon. Ich habe mega Schiss, ne? Hammerfell-Lüt, Hammerfell-Brot. Noch mehr Weide.
Moin, herzlich willkommen hier auf dem Green Market in Eckernförde, direkt am Hafen, bei bestem Wetter 2024 vom Malt Heat Magazin. Und wir sind das erste Mal mit dabei, mit jetzt sogar zwei mobilen Backöfen. Dem größten Stand, den wir jemals hatten, geben heute Vollgas und sind richtig gut drauf. Was haben wir hier denn eigentlich? 80% Roggenmehl, 20% Weizen, eine Rezeptur aus der Schweiz, auf dem Stein gebacken. Ne? Also richtig viel Kruste, sonst ein sehr schönes, typisch für den süddeutschen Raum, Roggen, Weizen, Mischbrot ohne Hefe. Heiße Bärlauchbrote! Hier, alles direkt hier frisch gebacken. Seht ihr das, wie Wolfgang das macht? Daniel Döring formt sie hier. Alle Mann sind mit dabei, nur für euch. Hier, was Süßes. Zimtnuss-Rosinenstuten. Oh, lecker, 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 lecker. Der Green Market in Eckernförde hat jetzt zum siebten Mal stattgefunden und wir sind zum ersten Mal dabei. Für uns ist das natürlich immer ein wahnsinniges Highlight. Ne? So ein Markt bedeutet, wir kommen mal raus aus der Backstube. Wir als Jollunder haben natürlich sehr, sehr wenig mit unserem Endkunden eigentlich zu tun. Das heißt, es ist dann toll, mal all die Leute kennenzulernen, die eigentlich tagtäglich unser Brot essen. Wir haben dann engen Kontakt und dann merkt man, wenn man in manchen Städten öfter ist, wie zum Beispiel Kiel-Molfsee oder auch Schleswig beim Goddacher Landmarkt, dann hat man da jedes Jahr seine Fans wieder, trifft die Leute. Und das ist dann unheimlich spannend gewesen hier in Eckernförde, weil eben viele Leute uns noch gar nicht so persönlich kannten. Am besten! Ihr brecht euch jetzt schon mal ein bisschen was ab. Ey. Das ist der Hammer. Ich brauche, wie warm es noch ist. Pass mal an. Halt mal fest. Aber Achtung, die sind noch heiß. Oh, Mann. Geht das so mit? Ja. Die sehen ja alle geil aus. Ey, das ist Deluxe. Das ist ein Traumjob hier. So, pass auf. Davon eins? Das? Und somit habe ich sehr viele Leute heute gesprochen, kennengelernt, sehr viel tolles, unheimlich tolle Komplimente gekriegt, sehr viel gutes Feedback, viele Brote gebacken. So, das Highlight auf so einem Markt ist natürlich immer, dass wir diese mobilen Backöfen mit haben und hier dann live on stage backen. Also heißt, den Teig produzieren wir nachts in eine Nacht vorher in der Bäckerei, sodass der Teig Ruhezeiten hat, also gerne den ganzen Tag liegt. Und dann nehmen wir den Teig mit, dann holen wir den hier aus dem Kühlanhänger, wiegen die Brote ab und arbeiten die dann auf. Das hat heute hier Daniel Döring gemacht, das Aufarbeiten, das Beisetzen, das Formen sozusagen. Und das Abwiegen hat in der Regel Wolfgang heute gemacht. So, ja, haben wir da wirklich tolle Brote produzieren können hier. Das hat Spaß gemacht. Danke, Tiervater! Ich freue mich schon unheimlich aufs nächste Jahr. Das wird wieder ein Highlight. Ich denke mal, dass dieser Markt einen festen Platz in unserem Terminkalender, im Bäckerei-Terminkalender bekommt. Denn das Ambiente, so viele freundliche Leute, da möchten wir einen Teil dazu beitragen. Viele Bioland-Kollegen, ne? Einfach das, diese regionale Bioland- Geschichte hat hier einen Platz. Nee, richtig sachlich. Ne? Das ist beide oberlecker. Also, sollst du das haben? Geh los. Das stimmt. Also, er hat was aus dem Himmel erzählt. Das wäre natürlich der Hammer gewesen. Das ist doch gut. Was ist bei Jule? Oder sollen wir? Was willst du haben? Ich kann auch gleich. Ja, wir machen schon. So. Viel Spaß. Danke. Sieben Brote! Unser erster Green Markt
ist zu Ende. Danke an Small Team Magazin. Danke an Eckernförde. Das war fantastisch. Hat unheimlich Spaß gemacht hier. Wahnsinnsambiente. Gerne wieder. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr. Tschüss.